Leute, mein Name ist Ben und da ich finde, dass Faktenformate auf YouTube ziemlich rar geworden sind, pflege ich eine der ältesten und nobelsten Traditionen hier auf YouTube. Ich stehle einfach ein Format. Ja. Und deswegen gibt es heute 20 unnütze Fakten für euch. Viel Spaß! Die Fettschicht von Walen und Robben wird Blubber genannt. Wir verbringen durchschnittlich 3 Jahre unseres Lebens auf der Toilette. Und wenn man ein Handy dabei hat, sicher noch mal ein Jahr länger. Gegenüber dem gängigen Vorurteil erzeugt Entenquaken doch ein Echo, denn jeder Ton erzeugt ein Echo. Ostfriesland hat den höchsten Teeverbrauch in ganz Deutschland. Die meisten Elefanten wiegen weniger als die Zunge eines Blauwals. Der US-Präsidentschaftskandidat Vermin Supreme warb mit dem Slogan "Gratis Ponys für alle Amerikaner" für sich. Faultiere haben bis zu 42 Stunden lang Sex. Ah. Der Gründer von Wikipedia, Jimmy Wales, besitzt lediglich ein Vermögen von rund 1 Million Dollar. Der Arme. In der jüdischen Mythologie war Adam vor Eva bereits mit einer Frau namens Lilith verheiratet. Der Schlawiner. Nach Aussage der NASA ist gemessen an der wissenschaftlichen Genauigkeit Jurassic Park der 7. beste Film der Welt. Jemand, der Angst davor hat, sein Gedächtnis zu verlieren, leidet an Amnesiophobie. Da sich die Erde von Jahr zu Jahr langsamer um die Sonne dreht, ist dieses Jahr 1 Sekunde länger als das vorherige. In Idaho ist es verboten, Forellen zu fischen, während man auf einer Giraffe sitzt. Alles klar. Lediglich 5% der Weltbevölkerung haben rote Haare. Die Zahl 13 ist die Zahl, die im deutschen Lotto am seltensten gezogen wird. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Mücken stechen besonders gerne Menschen mit der Blutgruppe 0. Der Pokédex-Eintrag von Alpollo lautet: Wenn Alpollo dich zu sich lockt, während es durch die Dunkelheit schwebt, darfst du ihm nicht zu nahe kommen. Es wird an dir lecken und deine Seele stehlen. Auf der Internetseite rainymod.com kann man den Sound von Regen hören. Vanuatu, ein Inselstaat im Südpazifik, hat eine Nationalhymne mit dem Titel Yummy, Yummy, Yummy. Lösegeldzahlungen an Entführer sind in Deutschland steuerlich absetzbar. Wieso auch nicht? So Leute, das war's auch schon mit dem Video. Lasst gerne eine Bewertung und ein Abo da. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, dann gibt es vielleicht noch einen zweiten Teil. Ich freue mich. Ah.